Roy Black, einige Leute behaupten, dein Comeback sei das größte seit der Wiederauferstehung von Jesus. Muss ich aber doch sehr bitten. Kann man nicht vergleichen miteinander. Das darf man überhaupt ins Spiel bringen. Nein, es ist ein Comeback. Aber er hat natürlich nur 3 Tage gebraucht. Bei mir hat es länger gedauert. Wie lange hat es denn nun gedauert? Also es gab so ein paar Zwischencomebacks. Ja. Aber das wirklich große Comeback ist jetzt eingetreten. Und das ist mindestens her, warte mal, 15 Jahre, 10 Jahre. Du bist zurzeit sehr gefragt. Kannst du überhaupt alle Angebote annehmen? Der Qualitätsverlust wäre da. Das heißt, wenn ich jetzt so weitermachen würde, die Angebote auf dem Gesangssektor steigen und steigen, das Angebot mit der Serie weiterzumachen, geht auch immer weiter ins Uferlose. Ich muss irgendwo jetzt anfangen zu bremsen, aufzuhören, Schwerpunkte zu setzen, sagen, so dazwischen muss eine freie Zeit sein. Ich kann das nicht mehr alles machen. Freut man sich über den zweiten Erfolg mehr als über den ersten? Nein. Nein, der erste Erfolg ist immer der schönste, weil man mit dem eigentlich nie rechnet, weil man sich gar nicht vorstellen kann, aus einem normalen, anonymen Leben herauszutreten. Alle weiteren Erfolge, seit 26 Jahren bin ich in dem Beruf, als Sänger zunächst, sind, wie soll ich sagen, man freut sich, aber man nimmt sie eher hin als den ersten Erfolg. Wärst du gerne Rockstar geworden? Ja, das habe ich mir schon gedacht ein paar Mal. Denn ich habe mir gedacht, dass man mit Rock'n'Roll zum Beispiel unheimlich viel eigene Aggression auch abbauen kann. Und junge Leute gehen vielleicht auch in Rockkonzerte, um durch das Mitmachen, Mitklatschen, Mitsingen, Mitschreien, um Aggressionsstaus abzubauen. Und noch mehr muss eigentlich der Interpret abbauen können, indem er mit Rock oder Blues oder solchen, diese Musik, mit dieser Musikrichtung alles gibt. Ich hätte mir das schon vorstellen können. Fühlst du dich mit dem Image, der deutsche Julio Iglesias zu sein, geehrt oder auf den Arm genommen? Ich meine, Iglesias hat eine fantastische Stimme. Er klingt für meine, das sage ich ganz ehrlich, ich höre ihn wahnsinnig gern Spanisch singen. Englisch geht noch, wenn er Deutsch singt, klingt es komisch, also für mich persönlich. Aber mit ihm verglichen zu werden, würde ich gar nichts dagegen. Ich wollte, ich hätte auch so viel Kohle wie er.